Welcome to Egypt, the most fascinating place on earth. Das war das Team Yakaso der Elberter Heide, Landesverband Westfalen mit Fleckman Sanders und Katharina Thiele an der Loge. So, jetzt will ich mal eins von euch wissen,
Ich glaube, hier wollen einige wissen, wie es zu dem exotischen Namen kommt. Team Yakazu. Wer erklärt mir das? Also unser Teamname ist eigentlich ein Zusammenspiel aus mehreren verschiedenen Namen, und zwar eigentlich den wichtigsten Partnern bei uns. Das ist einmal JA für Jana, unsere Co-Trainerin, die hier irgendwo hinter uns steht und uns immer unterstützt. Dann haben wir KA für Kathi, unsere Longenführerin, die sich so viel Mühe um unser Pferd gibt und ohne die wir überhaupt nicht so weit gekommen wären. Und natürlich nicht zuletzt unser Sunny, also Fleckmann Sunrise, unser Pferd, das uns bis hierhin gebracht hat. Jetzt sind wir alle schlau und wissen, was Yakazu heißt. Wunderbar. Ihr habt eurem Sunny, wie ihr ihn nennt, habt ihr vor drei Jahren angefangen, das Voltigieren beizubringen. Der kam ja auf etwas seltsame Art und Weise zu euch, richtig? Wer kann es mir erklären? Ja, genau. Also der kommt original aus Irland quasi. Also der ist mit dem Schiff rübergefahren, war dann erst woanders. Und ja, dann hat er den Weg zu uns gefunden irgendwann. Also ein echter Ire, der über See zu euch gekommen ist. Also seetüchtig sozusagen. So, und der kann noch mehr außer voltigieren. Der kann nämlich Kutsche fahren. Wer hat da geheiratet? Wer hat da geheiratet? Die Jana, die Co-Trainerin. Also er war auch Kutschpferd für die Hochzeitskutsche von Jana. Also sehr vielseitig unsere Voltigierpferde. Und ja, ihr habt noch eine Besonderheit. Ihr seid ja eine Außenstelle von dem Verein sozusagen. Ne? Ihr habt keine eigene Halle. Das heißt, ihr seid bei Wind und Wetter normalerweise draußen zum Training. Und man kann trotzdem so weit kommen, auch ohne Halle. Das ist doch mal ein Beifall wert, oder? So, eine letzte Frage. Ein Teammitglied reist extra aus Dänemark an, um beim DVB mitzustarten. Wer ist denn das? Ja. Extra von Dänemark. Bist du da im Moment gerade nur zum Urlaub gewesen, oder? Nein, ich mache da gerade ein Auslandssemester. Genau, na, Sportschule. Und extra für angereist. Donnerwetter. Aber ich weiß, dass wir die Noten haben und die können wir jetzt gleich mal abholen. Wir bekommen gleich als erstes nämlich Open Scoring die Wertnote für die Pferdenote. Bitte die Pferdenote jetzt von Richter A und D. Richter A 6,5, Richter D 6,4. Danke. Dann kommen wir zur Wertung für den Schwierigkeitsgrad der Kür von B und E jetzt. Richter bei A, bei B 7,8, Richter bei E 7,8. Danke. Ja, die Noten sind Beifall wert, es sind eure Leistung. Wir kommen zur Gestaltungsnote, bitte jetzt. Richter C 6,6, Richter bei F 6,8. Danke. Und die Ausführungsnote, bitte jetzt von Richter B und Richter E. Einmal Ausführung, bitte. 6,4 und 7,0. Eure Wertung. Und wir kriegen gleich von Mara das Ergebnis. Für die Kür die vorläufige Endnote 6,840. Und nach Pflicht und Kür vorläufige Endnote 6,365. Zufrieden? Offenbar, dann bitten wir euch um eine Runde zum Beifall eurer Fans. Musik bitte.